Hallihallo, hi, seid gegrüßt. Willkommen zurück im LS19 auf der nordfriesischen Marsch am Samstagmorgen. Heute vier Folgen NF. Ne? Haben wir ja jetzt mittlerweile, ist ja so Allgebirger, sag ich mal so, ne? Ja. Ganz kurz zur Info: Wir haben jetzt im Spiel 22:30 und haben ein paar Euro 50 auf dem Konto. Das heißt, ich habe ein bisschen gezockt, habe die Nacht übersprungen und habe ein paar Missionen gemacht. Ich glaube, eins oder zwei sind sogar noch aktiv. Nur dass nicht heißt, ich habe beschisse. Ich zeige es euch gerade mal kurz. Man kann ja hier gucken nach Lohndienstleistungsumsatz. Ne? Und das war also jetzt der Donnerstag im Game, war halt der Tag in Game gestern, vor dem Nachtüberspringen. Und da haben wir hier 206.000 Euro an Missionen gekriegt. Ja? Das war hauptsächlich Düngen und das Feld 19 halt fertig ernten. Jo, das habe ich gemacht. Heute noch keine Mission beendet bzw. angefangen. Deswegen, ne, das heißt, der schummelt. Ich habe die Million Schuld immer noch. Fürs Feld 2, ne, haben wir ja, habt ihr mitgekriegt. So, jetzt muss ich gerade mal durchswitchen. Ob wir noch was. Das haben wir noch zu beenden, glaube ich. Das war noch eine Mission, genau. Da kann der gerade am nächstliegenden Punkt weitermachen. So, da haben wir jenen, der war fertig. Das Gras haben wir also komplett eingeholt. Beziehungsweise der hier, sie hier. So, den habe ich schon vorbereitet, um abzutanken. Das Abtanken unserer Felder. Der ist eigentlich voll. Da können wir jetzt gleich mal gucken, wo wir hinfahren. Die Eier und die Wolle verkaufen. Ne? Also der ist voller geht nicht. Also, so. Hier habe ich jetzt durch das Vorspulen heute Morgen um 6 Uhr im Game, ja, immer wieder im Game, kam der Installateur und hat hier angefangen, die Wasserzuleitung für die Hühner und für die Schafe. Und ich muss jetzt mal gucken, ob der für die Pferde auch, so wie es aussieht, ja, fängt er hier an. Jetzt hat er nämlich das Werkzeug hier liegen lassen und hat gesagt: Hier, ich gehe mal zum Metzger, hol mir so Fleischkäsebrötchen. Ja, kann er ja machen, ne? Solange es nicht länger dauert und teurer wird. Also hier macht er gerade rum, dass die Tiere hier ihren Wasseranschluss haben. Und da müssen wir eigentlich nur jedes Mal nur noch den Wasserhahn aufdrehen. Wo es nicht funktioniert, ist hier am Kuhstall. Das stand aber auch schon in dieser Mod-Beschreibung mit drinne, dass nicht alle Ställe unterstützt werden. Nur deswegen. Bei den Kühen müssen wir halt selbst hinfahren, aber das bricht mir nichts ab. So, der ist am Düngen, der steht hier, der ist hier, der ist hier. Sonst haben wir nichts, genau. Dann gucken wir jetzt gerade mal, wo wir den mit so einem schwarzen Pickup den Krempel verkaufen können hier. Also Eier und Wolle. Wolle, Wolle. So, wo waren eben Eier und Wolle? Guck mal. Beim Lidl die Eier. Und bei der Weberei ist ja eigentlich logisch die Wolle. Lidl und Weberei. So, wahrscheinlich 1000 Kilometer auseinander. Die Weberei hier oben, das geht noch. Dann fahren wir hier die Wolle hin. Und der Lidl ist hier, das kennen wir ja mittlerweile. So, dann fahren wir mal los. Vielleicht gehe ich hin. Moment, unsere Felder sind ja noch nicht erntereif. Der Mohn, oh doch, aber rot ist er schon. Ist aber noch im Wachstum. Ist 100% gedüngt, kein Unkraut drauf. Schön. Ein Mann sieht rot. Also, können wir auch vielleicht demnächst ernten. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen vorlaufen. So mit 15 oder so. So. Und sonst so, Leute, alles klar bei euch? Ich hoffe es doch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, Samstagmorgen.
Gut, ich gehe mal davon aus, dass nicht gleich um 5 Uhr die Leute hier gucken. Ja, trotz allem hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr alle fit und gesund seid. Oh, Level 4 abgeschlossen, das ist natürlich prima. So, geht das automatisch? Oh ja, oh, das war der Ruckzuck, du. Verkaufte Wolle 5403, willst du mich veräppeln? Uiuiui, viel war das nicht. Ah doch, klar, es waren ja das 1000 und ein bisschen, dann haben wir 4000 Liter. Na alle, besser wie nix, ne? So. Die Gurte hinten machen wir mal natürlich weg wieder, die brauchen wir natürlich nicht. So. Kann ich hier rausfahren, ja. Ja, ich darf das, ne? Hallo. So. Dann noch schnell zum Lidl. Ja, in dem Fall ist das Kfz sehr praktisch, sag ich mal. Ja, der ist halt etwas flutter auf den Straßen. Aber die 120, die schaffen wir im Leben nicht. Das ist eine lange Gerade hier. 94. 96. Oh, hier ist 70, das wird gleich geblitzt. Nee. 98, da musst du hier 2 Stunden fahren, für 121 drauf zu kriegen. Gut, mit Anhänger, da will ich schneller als 80 fahren. So, hoffentlich werden die Eier auch automatisch abgeladen vom Pickup, sonst muss ich die mit der Hand abladen. Joi. See, da vorne ist der Lidl. Der Schniedl. Ist das noch daneben an der Seite? Jawohl, da ist es noch, oder? Wo ist denn der Trigger? Genau, da ist er. Oh. Die Mülltonne ist aus Beton. $930 Einnahmen Ernte, war das jetzt so ein Eierkarton, hä? So, warte mal. Dann. Okay, toll. Eine Riesenkohle. Ah ja, das waren schon ein bisschen mehr. Er will nicht. Jetzt wieder. Hallo? So, ich weiß nicht, was ich insgesamt fahre. Ist auch Wurst. Ne, ist keine Wurst, ein Eier. Aber Hauptsache, es hat Geld gebracht, gell? So, jetzt können wir auch gleich zurückfahren, können die Lohndienstleistungen von Feld 4 abschließen. Die sind nämlich fertig. Da haben wir nochmal ein paar Tausend drauf. Ja, und ich habe mal geguckt, also Problem ist momentan, wie immer, das Geld. Wir haben 1 Million Euro Schulden, weil wir ja das Waldesfeld gekauft haben. Oder ich. Genau. Ui, ui, ui. Unfall. Wird das nochmal was hier? So, ich steige hier aus. Das kann der ADAC, kann das richten. Du bist fertig. Das ist prima. Ja. Habe ich von Feld 4 nach Hause einen Kurs? Oh. Jawollo. So, am 1. Ich weiß nicht, wo er ist, aber, ne?
Mach mal. So, du stehst immer noch da, du auch da. Was ist mit dir? Bist immer noch da. Eieiei. So, ich werde jetzt etwas zurücksetzen. Konnte nicht, ich wäre verrückt. Da es benutzt wird, Bubble, muss man aussteigen. So, was waren denn unsere Felder? Erntetechnisch, reifetechnisch. Noch nicht. Aber kein Unkraut drauf, das freut mich extremst. Und nee, dauert noch ein bisschen mit Erntereif. Hey, fahr nicht ganz so schnell, okay? Oh. So, da ist er wieder. Ja, ich musste auch, wie gesagt, ich habe ja zwischendurch ein bisschen weiter gezockt und habe ja auch unser Gras einsammeln lassen vom Johnny und bin dann in den Kuhstall reingefahren, einfach mal um zu tichten und habe dann echt festgehangen im Kuhstall mit dem Ladewagen wohlgemerkt. Also ich muss man daran denken, dass ich nicht im Ladewagen in den Kuhstall reinfahre, ne? Sonst habe ich ein Problem. Weil dann kann ich jedes Mal zurücksetzen und dann ist mein Gras weg. Das ist Licht, gell? Ja, ich weiß. So, dann fahren wir den da rein, hä? Das wäre doch eine Maßnahme. Wie sieht das aus? Passt schon. Ja. Komm, Junge, du gehst mir auf den Pinsel. So, 30 darf er, 20 fährt er. Na alle. Eieiei, lass mich ein bisschen schneller spulen. Ach, was ich sagen wollte wegen der Knete, ne? Wegen Geld. Ja, ich hätte gerne ein Gebäude. Das würde auch nicht mehr lang dauern hier, dass man das kaufen kann, den Fermenter. Ne? Der kostet 195.000, macht natürlich dann hier ohne Stiegmesser Gras oder Häckselgut und das wird zur Silage, ne? Weil ich habe Gras, Stroh und Heu ohne Ende im Lager, fast überall 700.000 Liter. Bräuchte halt einen Fermenter für die Silage und dann so, da kann ich fertig Mischfutter machen, alles drum und dran und kann es in die BGA fahren vielleicht. Nächstes ist, dann habe ich aber kein Geld mehr für Kühe. So. Oder ich habe kein Geld mehr für einen Drescher. Ich muss mir auch einen Drescher ausleihen, mieten, wenn unsere Felder reif sind. Das heißt für mich, nichts kaufe jetzt. Du nichts kaufen jetzt, Winnie, sondern du warten, bis Felder abgeerntet. Gell? Das muss so sein. Was halt Grütze ist, spült sie mit 120 vor, der ganze Tag geht einfach so ins Land. Die Wolke ziehen mit Lichtgeschwindigkeit vorbei. Und ja, bis es dann erntereif ist, der ganze Müll, ist es wieder Nacht. Ja? Und Nachtsarbeiten, nö, da habe ich jetzt so den Bock drauf. Da. Das muss nicht sein. So, ja? Hier, Riesengeräte, alles. Ja, Riesengerät, ne? Ja, wir warten aufs Christkind, das ist schlimm. Und das Pflanzenwachstum steht auf schnell, also so ist es nicht, gell? Na gut, ich empfange jetzt noch den Fendt hier und fahre den noch weg und dann habe ich euch erstmal grob eine Einweisung gegeben, was ich schon gemacht habe, was noch zu tun ist, wissen wir auch. Den fahre ich nämlich in die Halle und dann ist die erste Samstag nordfriesische Marschfolge auch schon wieder zu Ende. Und jo, dann denke ich mal, dass wir uns, wenn wir uns nachher sehen, dann anfangen können, unsere Felder abzunagen. Ich miete mir noch keinen Drescher, das machen wir zusammen. Ich habe da zwar schon eine Vorstellung, ne, aber ich mache das schon online,
dass ihr das alles mitkriegt. Genau, siehst du? Ruckzuck, ich bin sowas von pünktlich, gibt's gar nicht, ne? Also, dann macht's gut, bis später. Wenn ihr euch die gefallen hat schon mal, könnt ihr gerne mal einen Daumen oben lassen, ich hab nix, ne? Und ein Abo kostet auch nichts, ich würde mich freuen. Ne? Und dann sehen wir uns näher um 11. Müsste eigentlich 11 Uhr werden, ja? Also, danke bis jetzt fürs Zusehen, macht es gut, tschüssi.